Liebe Zuschauer, guten Tag. Auf die Beschäftigten der insolventen Drogeriemarktkette Schlecker kommen schmerzhafte Einschnitte zu. Das Sparprogramm ist wohl noch weit härter, als die meisten ohnehin befürchtet haben. Von den 30.000 Mitarbeitern werden mehr als die Hälfte entlassen. Von den rund 6.000 Filialen sollen 3.000 bleiben. Anders habe das Unternehmen keine Chance, so der Insolvenzverwalter. Schlecker, Betriebsrätinnen auf Infotour am Mittag. Geschockt reagieren Beschäftigte auf die Zahlen des Insolvenzverwalters. Also im Moment bin ich schockiert. Sehr schockiert und traurig. Über die Zahlen. Wir haben zwar mit hohen Zahlen gerechnet, aber nicht in dieser Höhe. Also wir haben vielleicht gedacht, 300 Filialen, 400, aber nicht so viel. Ja, 3.000, also das ist die Hälfte von dem Ganzen. 11.000 Mitarbeiter sollen entlassen werden, erklärte der Insolvenzverwalter. 13.500 Arbeitsplätze will er erhalten. Das ist auf der einen Seite unglaublich bitter für die Arbeitnehmer, die betroffen sind. Auf der anderen Seite, es gibt leider keine Alternative, um die Zukunft zu sichern. Seine Bestandsaufnahme ergab eine lange Reihe von Fehlern der Schlecker Führung. Zuletzt habe man jährlich dreistellige Millionenverluste eingefahren. Es ist zu lange gewartet worden, bis man den Laden so gestaltet hat, die Läden so, die Filialen so gestaltet hat, dass sie kundenfreundlich sind. Es ist in der Sortiment- und Preispolitik Fehler gemacht worden. Und es ist mit Sicherheit, sind viele Fehler gemacht worden in der Führungskultur, in dem Umgang mit Arbeitnehmern. Die Arbeitnehmer sollen jetzt mitreden dürfen, ihre Ideen für mehr Erfolg einbringen. Das fordert auch die Gewerkschaft Verdi. Es braucht einen Wandel. Es braucht eine neue Herangehensweise in der Führungskultur. Die Beschäftigten wollen um jede Filiale, um jeden Arbeitsplatz kämpfen. Und der Insolvenzverwalter zeigte sich guten Vorschlägen gegenüber offen.